Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß bei der Prognose. In der Champions League leider keine deutsche Mannschaft mehr dabei, dafür haben wir Frankfurt in der Europa League. Das macht es doch deutlich interessanter. Los geht's jetzt erstmal mit Liverpool gegen Porto. Viel Spaß dabei. Der FC Liverpool ist der klare Favorit im Spiel gegen den FC Porto, doch man muss sich vorsehen, die Portugiesen zu unterschätzen. In der Verlängerung konnten sie, ja, Rom im Achtelfinale ausschalten. Trotzdem die Reds klarer Favorit und von Anfang an ging es hier nach vorne. Vierte Spielminute, Roberto Firmino mit dem 1:0 für die Elf von Jürgen Klopp. Perfekter Start über die rechte Seite. Bekommt Salah da keinen Druck. Die Flanke wird dann auch zu einfach geschlagen. Casillas ist zwar da, aber wird noch etwas sichtbehindert und kriegt die Arme dann nicht mehr rechtzeitig hochgerissen. Aber der FC Porto ließ sich davon nicht lange unterkriegen und spielte auch schnurstracks nach vorne. Über die rechte Seite ebenfalls und auch ebenfalls das Tor. Francisco Soares in der 9. Spielminute bereits mit dem 1:1. Und das so wichtige Auswärtstor, das in dieser K.O.-Phase extrem viel wert sein kann. Klopp damit alles andere als zufrieden, aber so etwas muss auch eingeplant sein. Doch die Gäste bekamen jetzt Auftrieb von diesem Treffer und bekamen dann diese Standardsituation. Und um ein Haar steht es hier 1:2. Der Pfosten rettet, James Milner klärt es dann. Sonst war der erste Durchgang nicht unbedingt von vielen Tormöglichkeiten geprägt. So ging es mit dem 1:1 in die Halbzeit. Nach Superstart ließen die Gastgeber extrem nach. Im zweiten Durchgang sollte sich das nun aber ändern. Sadio Mané, eine Körpertäuschung, ist dann schnell vorbei. Wijnaldum hat die Übersicht und Musiala ist vielleicht etwas überhastet, schießt direkt in die Arme von Casillas, aber es ging wieder nach vorne. Die Partie wurde jetzt offener. Freistoßmöglichkeit nach 54 Minuten für die Gäste. 22 Meter, super Position und Marega testet Alisson Becker. Wuchtiger Schuss mit links und Marega hatte auch gegen Rom getroffen. Zeigt seine Torgefährlichkeit in dieser Szene, aber Alisson Becker war auf der Hut. Stunde jetzt gespielt, wieder der FC Liverpool nach vorn. Fabinho und Roberto Firmino im Zusammenspiel. Einmal mit der Hacke rübergelegt. Und Porto kommt nicht ran. Mo Salah hat die Übersicht auf Sadio Mané gespielt. Und Iker Casillas zeichnet sich aus. Super Tat, der hätte perfekt gepasst. Weiterhin 1:1. Aber nochmal einen Gang höher bei den rot gekleideten Gastgebern. Matip zu Milner, der steckt auf Sadio Mané. 2:1 für Liverpool. 69. Spielminute. Die zweite Führung in der Partie für den FC Liverpool. Spitzer Winkel, aber kurze Distanz für Casillas nicht zu halten. Jetzt konnten die Hausherren hier besser verteidigen und spielten dann auf das 3:1. 2 Tore Vorsprung wäre dann deutlich nochmal besser als nur ein 2:1, aber Joel Matip trifft nur das Außennetz. 89. Spielminute, nochmal die Möglichkeit, aber es sollte nicht sein. 2:1 gewinnt am Ende Liverpool. Der Sieg ist auf jeden Fall extrem wichtig, sodass Porto im Rückspiel gewinnen muss. Und dann muss Liverpool auch erstmal zu 0 gehalten werden. Premier League Duell in der Champions League. Tottenham Hotspur empfing im Hinspiel des Viertelfinals Manchester City. Die Elf von Pep Guardiola, hier versuchten sie von Anfang an das spielerisch zu lösen, in der Defensive nicht unbedingt die beste Möglichkeit, wenn man so unter Druck gesetzt wird. Und 7. Spielminute dann schon gleich die erste Möglichkeit, Heung-Min Son scheitert aber an Ederson. Nun auch offensive Akzente der vielleicht leicht favorisierten Citizens. Silva, dann Gabriel Jesus. Der wäre vorbeigegangen, war aber auch deutlich mit zu wenig Wucht geschossen. Aber die Gäste wurden stärker. Über die linke Seite mit Leroy Sané. Perfekte Flanke und Kevin De Bruyne läuft ein.
und macht das 1:0. 23. Spielminute, die Führung für die Gäste. Mittlerweile war es verdient. Sie arbeiteten sich hier rein. Und die Spurs etwas überrascht. Nudermann nicht eingeschüchtert, sondern eher motiviert, wieder nach vorne Akzente zu setzen. Harry Kane auf Trippier, die kann geklärt werden. Die Flanke, der Kopfball dann aber von Harry Kane wird länger und länger und schlägt ein. Ederson sieht da nicht gut aus, aber das muss auch ganz, ganz anders geklärt werden. Und dieser Kopfstoß wird dann eben wirklich gefährlich aufs Tor gebracht. Und so steht es zur Pause 1:1. 10 Minuten hatte die Führung gehalten der Gäste, aber dann konnten sich die Spurs wieder rankämpfen. Der zweite Durchgang brauchte ein wenig, um aufzuwachen. Dann aber Manchester City wieder etwas wachsamer. Fernandinho, Silva legt zu Mahrez. Aber das ist nicht gut genug, um Hugo Lloris hier aus der Fassung zu bringen. Trotzdem Man City erstmal mit dem besseren Beginn. 5 Minuten später die nächste Möglichkeit. Walker gegen Alderweireld, aber das ist eine richtig gute Abwehraktion. Schauen wir mal, klar, die Gäste wollten hier einen Strafstoß haben. Aber der Ball wird perfekt mit der Pike gespielt. Das ist ein klasse Tackling und somit ging es weiter mit diesem 1:1. Der anschließende Eckstoß, De Bruyne legt zurück. Danilo heute als Rechtsverteidiger aufgeboten. Otamendi nach Sperre wieder zurück in der Champions League. Da gehen die Spurs nicht konsequent genug drauf. Silva hat die Übersicht und dann muss sich Hugo Lloris mal wieder auszeichnen. Richtig tolle Parade gegen Laporte. Der Innenverteidiger nach der Ecke vorne geblieben. Relativ freistehend. Und dann ist das eine tolle Parade. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Jetzt nochmal die Gastgeber im Spiel nach vorne. Sissoko, Eriksen und Heung-Min Son über die linke Seite. Das ist stark gemacht. Super Schuss. Ederson mit der Parade. Situation noch nicht geklärt. Trippier legt ihn nochmal in die Mitte. Eriksen scheitert an Ederson. Der Abpraller jetzt aber im Kasten, weil Heung-Min Son am schnellsten reagiert. 85. Spielminute. Der Siegtreffer für die Spurs im Schlussspurt dieser Partie. Ederson kann sich dreimal richtig gut auszeichnen, beziehungsweise zweimal. Beim dritten Mal ist er dann überwunden. Da kann er nichts mehr machen. Und so gewinnen die Gastgeber hier eben mit 2:1. Trotzdem für Man City ist noch lange nichts gegessen. Dieser Auswärtstreffer von De Bruyne in der 23. Spielminute könnte später noch Gold wert sein. Ajax Amsterdam könnte zum richtigen Favoritenschreck werden. Dafür müsste man aber auch Juventus Turin aus der Champions League herausschmeißen und die Angriffslust brachte hier erstmal den Konter dann wiederum für Juve ein. Vielleicht etwas zu viel Risiko. Paulo Dybala zieht dann einfach mal ab und lässt die Johan Cruyff Arena erstummen. 15. Spielminute, erster Torschuss der Partie und der erste Treffer. Dybala heute in der Startelf, weil Cristiano Ronaldo am Hüftbeuger eine Verletzung aus dem Länderspiel noch mit sich herumschleppte. Nun aber auch mal Amsterdam. Schöne wird erst abgewehrt, aber Neres bekommt da nochmal den Ball vor die Füße. Beste Möglichkeit im ersten Durchgang für Amsterdam, aber Wojciech Szczęsny hielt ihn dann ohne große Probleme sogar fest. 0:1 zu Pause, viel ging nach vorne nicht. Auf beiden Seiten war es etwas zu zaghaft. Vielleicht sogar, aber Juve hatte eben den wichtigen Treffer erzielt. Amsterdam fehlte dieser noch. Der bessere Beginn gehörte hier den Gästen im zweiten Durchgang. Onana mal mit einer Klasseparade. Zeichnet sich aus, greift da über mit der rechten Hand. Schwer zu parieren, macht er richtig stark. Weiterhin aber erstmal nur die Gäste. Blaise Matuidi, Emre Can steckt zu Miralem Pjanic. Und das 0:2. 67. Spielminute, Juventus Turin auf dem Weg ins Halbfinale. Aber auch sie werden sich daran erinnern. Amsterdam hatte im Hinspiel gegen Real 1:2 verloren. Aber es stand ja noch 0:2. Frenkie de Jong versucht es dann mal 5 Minuten vor dem Ende mit diesem schönen Schlenzer. Und da fehlen wirklich nur einige Zentimeter in der Schlussphase. Jetzt wurden sie aber nochmal frecher. Und Ajax glaubte weiter dran. Nachspielzeit schon abgelaufen. Trotzdem dieser Angriff
wurde noch gefahren. Van de Beek mit der Flanke und das Tadic. 93. Minute, doch noch das 1:2, der Anschlusstreffer, der die Hoffnung nochmal aufkeimen lässt. Das war hier das Ende des Liedes, aber es gibt ja eben nochmal mindestens 90 Minuten im Rückspiel im Juventus Stadium. Das wird eine riesige Aufgabe, aber Ajax hat es bewiesen in dieser Saison, dass sie das können. 1:2 verlieren sie hier aber erstmal gegen Juve. Alleine namentlich hatte diese Partie hier schon einiges zu bieten. Manchester United gegen den FC Barcelona im Old Trafford. In den letzten Jahren war es bei Man U international, zumindest auf der Champions League-Ebene, nicht mehr ganz so gut. FC Barcelona hätte auch nichts dagegen, mal wieder die Champions League zu gewinnen. Das war zu oft in der letzten Zeit der Erzrivale aus Madrid, der das immer schaffen konnte. De Gea musste sich hier gleich mal auszeichnen in der Anfangsphase. Die Gäste hatten hier klar das Zepter in der Hand. Über eine Viertelstunde gespielt, von Man U nach vorne nicht zu sehen. Erstmal auf die Defensive bedacht. Messi dann mit dem Pass zu Sergio Roberto weit aufgerückt. 19. Minute, 0:1. Hochverdiente Führung für die Gäste. Aber der rechte Außenbahnspieler, der eigentlich in der Verteidigung agiert, hatte eben die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, weil Man U's Offensivbemühungen sich aufs Minimum reduzierten. Kurz vor der Pause die nächste Möglichkeit. Coutinho, Philippe Coutinho gegen De Gea, richtig starke Tat. 3 Minuten vor dem Pausenpfiff hielt er seine Mannschaft hier erstmal ergebnistechnisch noch auf der Höhe. Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nochmal Messi in Aktion. Lionel Messi macht es selber mit dem linken Außenriss und macht es sensationell. Er ist in einer Top-Verfassung und er ist vielleicht, und das heißt bei Messi einiges, in der Verfassung seines Lebens, was der in den letzten Wochen runterspielt, ist einfach nicht von dieser Welt. 0:2 zur Pause, ärgerlich für Manchester United, aber das hatten sie sich selbst eingebrockt, weil nach vorne zu wenig ging. Jetzt im zweiten Durchgang vielleicht mal etwas mehr. Pogba mit dem schönen Ball auf Jesse Lingard, der heute über die rechte Seite agierte, und Marc-André Ter Stegen zeichnet sich aus. 69. Spielminute, starke Tat des deutschen Nationalspielers, ist in der kurzen Ecke, muss er auch sein, trotzdem eine gute Reaktion war es allemal. Der anschließende Eckstoß, jetzt die beste Phase von Man U in dieser Partie. Ter Stegen klärt es erstmal raus, dann Fred, der es direkt versucht, Coutinho dazwischen, gab nochmal Eckstoß, aus dem resultierte da nichts mehr. Die Traute nach vorne zu spielen kam bei Man U einfach zu spät. 10 Minuten vor dem Ende nochmal für Barca. Das 0:3 wäre hier sicherlich das Ende, aber De Gea parierte den Ball, konnte das 0:3 immerhin vermeiden. Trotzdem wird es ein riesiges Stück Arbeit im Rückspiel im Camp Nou für die Red Devils. Trotzdem, es ist nicht aussichtslos. Das haben sie auch gegen PSG geschafft. Trotzdem wird sich Barcelona da nicht so einfach aus der Reserve locken lassen. Der Traum für Eintracht Frankfurt, die Europa League zu gewinnen, lebt also weiter. Nachdem sie Inter Mailand rausschmeißen konnten in der letzten Runde, ist Benfica Lissabon auch kein unmögliches Los. Doch die Portugiesen hatten hier den besseren Start, aber Hasebe schmeißt sich gleich rein. Und das sollte zeigen, wie es hier nur geht, mit Kampf, mit 100% Leidenschaft. Spielerisch war Benfica hier zu Beginn richtig stark aufgelegt. Zivkovic und dann Kevin Trapp, der sich auszeichnen muss. Super Parade. 15. Spielminute. Super gemacht. Das war jetzt auch etwas Glück für die Eintracht, dass es weiterhin 0:0 stand. Da ballt er die Faust völlig zurecht. Nun auch Eintracht Frankfurt nach vorne unterwegs. Fernandes mit der super Übersicht. Philipp Kostic hat da viel Platz, bringt die Flanke auf Luka Jovic und Luka Jovic macht das 0:1. 19. Spielminute. Die Frankfurter in Führung. Das wichtige Auswärtstor ist geschossen, aber Vlachodimos sieht da nicht so richtig gut aus. Verschätzt sich da etwas, ist da mit den Fingerspitzen dran, kriegt ihn aber nicht mehr über die Latte gelenkt.
Vor der Pause nun aber nochmal die Gastgeber, Haris Seferovic, ja auch mal bei Frankfurt gewesen, hier gleich im Mittelpunkt. Pizzi sucht Haris Seferovic und findet ihn. Jetzt war auch Pech dabei. Das mussten die Mannen von Adi Hütter hier auf jeden Fall sich eingestehen. Das war nicht die beste erste Hälfte, die sie gespielt haben auf lange Zeit gesehen. Aber wenn man mit 1-0 führt, hat man auch einiges richtig gemacht. Darf man nicht vergessen. Zweiter Durchgang, jetzt wurden sie etwas aufmerksamer in der Defensive und erspielten sich dann gute Konter. Fernandes, Luka Jovic, Fernandes legt nochmal raus zu Danny da Costa, der bringt die Flanke. Dann ist da ein bisschen Unordnung. Filip Kostic macht das 2-0. 58. Minute. Das Estadio da Luz wurde jetzt etwas ungemütlich für die gastgebende Mannschaft. Nicht unbedingt verdient, aber so wichtig für die Eintracht. Und in der Defensive jetzt wirklich immer dran. Pizzi bekommt hier etwas Luft zum Atmen von Rode, aber dann kommt Hinteregger zu Hilfe geeilt. Seferovic legt den Ball raus, Hasebe ist dazwischen, Hinteregger klärt. Jeder steht hier für jeden ein. So wird man als deutscher Fußballfan doch gerne international repräsentiert. Dann Vlachodimos, hier bringt seine Mannschaft wieder selbst in Gefahr. Rode und Filip Kostic im Zusammenspiel. Fernandes legt nochmal raus zu Filip Kostic. Die Partie in der 90. Minute. Paciencia. In Porto ausgebildet. Macht hier seinen portugiesischen Landsmännern fast noch den dritten Streich. Am Ende ist es ein 0-2. Das für das Rückspiel nächste Woche in der Commerzbank Arena alle Möglichkeiten offen lässt. Frankfurt hat gute Karten, ins Halbfinale einzuziehen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.